Cheers, guys! Am zweiten Tag im Brandnertal erwartete uns wirklich düsteres Wetter. Oh je, hatten wir erst gedacht. Aber nun denn, wir sind runter zum Lift. Wie gesagt, unsere Tickets hatten wir ja schon gezogen. Wir hatten ein 3-Tages-Ticket. Und sind dann quasi hoch auf die Mittelstation, geschuttelt per Lift und haben uns gedacht, mit was könnten wir uns denn heute einfahren? Und ja, dann kam uns in den Sinn, dass wir die blaue Linie noch nicht gefahren sind und um erstmal die Bodenverhältnisse und einfach nochmal das Bike-Feeling zu bekommen, sind wir dann diese eben mal schön runtergekullert. Entspannte Linie, wie eine Flowline, aber schon einige Bremswellen drin. Am besten schaut ihr einfach mal selbst und hier und da werde ich mal einen Kommentar einfügen. Viel Spaß! Hier links neben uns im Wald kann man eigentlich noch eine Alternativline nehmen. Die besteht komplett aus North Shore Elementen, war aber leider morgens noch geschlossen, da eben durch den Nebel und die Feuchtigkeit diese Holzelemente wirklich noch nass, feucht waren und dementsprechend sehr, sehr rutschig und glatt. Sieht man auch hier, dass ich da wirklich aufpasse, nicht auf das Holz zu kommen, weil, man kennt's, Holz und Gummi, das sind nicht so die besten Freunde. Und leider haben sie in diesen Stücken halt eben auch nicht so eine Haftsprühfarbe drauf auf den Holzelementen oder Hasendraht, weshalb das dann eben auch geschlossen ist. Macht aber Sinn. Jetzt geht's aber weiter. Viel Spaß bei der restlichen Line. Mit diesem fetten Drop kommt die Line zu ihrem Ende. Nun zeige ich euch noch die rote Freeride Line mit einem Kommentar aus meiner Sicht. Woo! Woo! On to the Freeride! Geht es auf die Freeride Line? Weil sich danach dann die Strecke ein bisschen teilt. Man kann quasi entweder dann jetzt gleich auf die blaue Strecke abbiegen, die ist da unten, wird quasi jetzt hier rechts gehen und wir fahren auf die rote Jack the Ripper.
boy. Absolut geil hier, zack, klein mache. Kleiner Hip-Jump. Jo. Close call. Zack, 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 zack. Oh, cool, frische Griffe jetzt. So geil! Und jetzt Vollgas! Geile Kurven. Jetzt kommen wir aufs letzte Stück. Hier sie reinrollen. Dann mitnehmen. Geil. Ja, danach sind wir noch einige Runden gefahren und leider ist mir auf der Charlie Chaplin, also der Jump Flowline, der Dämpferbolzen gebrochen. Ich konnte somit nicht mehr fahren und habe gerade nochmal ein paar Aufnahmen von der unteren Sektion für euch, wie die Strecke so geshaped ist, was sie da gebaut haben und ist wirklich toll. Also ich kann Brandnertal nur wärmstens empfehlen. Hey Sportsfreunde, das Video neigt sich dem Ende zu und hier ist jetzt erstmal mein Fazit zum Bikepark Brandnertal. Ich war zum zweiten Mal hier, muss sagen, die Trails, egal ob es jetzt nass ist oder trocken, machen richtig Laune, man kann immer richtig gut fahren. Die Downhill und Enduro würde ich dann nicht unbedingt empfehlen, die haben wir auch ausgelassen, kommt dann wann anders nochmal. Wenn wir zurückkommen, wie ihr es vielleicht ein bisschen hört, ich habe mich auch leicht erkältet und leider ist mir heute das Bike noch kaputt gegangen, aber Ersatz ist schon auf dem Weg. Und das nächste Video findet dann am Reschenpass in Nauders statt. Bis dann, halt die Ohren steif, cheers out, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, bis dann.